Am Wort ist der nächste Unternehmer aus dem Tourismus, Josef Schellhahn von den NEOS. Der Kollege Matznetter hat gesagt, es ist zu ernst und wenn ich die Wortspende auch vom Herrn Kollegen Wille in Betracht ziehe, dass es um Signale geht, dann bin ich schon etwas erschüttert. Auch mit allem Respekt vor dem Antrag von der Kollegin Dietrich, aber zum Kudern und zum Lachen ist auf der Regierungsbank in dieser Ärztensache wirklich nichts. Und in dieser Hinsicht muss ich auch schon ehrlich sagen, dass es um Wertschätzung in dieser Hinsicht geht und auch in dieser Wertschätzung, die der Kollege Haubner auch erwähnt hat. Also bei aller Wertschätzung, dass dieses Aushängeschild, deren habt ihr schon, in dieses Aushängeschild habt ihr eine Delle hineingeschmissen und nicht wir. Und das wissen wir. Und das wissen alle in diesem Raum, dass in dieser Geschichte, was dieses Paket, dieses Belastungspaket betrifft, auch ein enormer Anteil der ÖVP und ein enormer Anteil des Wirtschaftsbundes drinnen ist. Aber lassen Sie mich auch noch weiterführen. Und ich finde es gerade gut, dass der Kollege Wille das kritisiert, dass der Wirtschaftsminister nicht da ist. Aber ich finde auch gut, dass der Bundeskanzler da ist. Weil ich kann mich in dieser Causa, was die Belastungen betrifft und was die Konteneinsichtnahme betrifft, noch klar an die Worte des Herrn Bundeskanzler erinnern, wo er gesagt hat, solange ich so quasi der Chef bin, wird's bei mir, wird das Bankgeheimnis sicher nicht gelüftet und nicht geöffnet. Also in dieser Hinsicht weiß ich jetzt nicht, wie ich Sie ernst nehmen soll, ob ich auch darüber lachen soll. Mir ist eher darum, dass ich weinen muss, dass wir uns nicht auf Sie verlassen können, dass es auch hier keine Rechtssicherheit gibt. Dann den Punkt in diesem Gesamtpaket, was oder in diesem Antrag, der auch gestellt wurde, war natürlich auch das Rauchen. Ja, es wird kommen, aber wichtig wird auch sein, dass die Sicherheit für die Betriebe nach Eintreten dieses Rauchverbots, wenn die im Freien sind, wenn der Anrainerschutz auch in Frage kommt, dass die Sicherheit für diese Unternehmen auch weiter gewährleistet ist und dass es hier nicht zu neuen Auflagen kommt. Und lassen Sie mir noch eines sagen, was die Zeichen betrifft. Und wenn ich heute die in Begutachtung gegangene Steuerreformpläne so betrachte, dann finde ich auch die Maßnahme, dass Reparaturen von 10 auf 15 Jahre in der Abschreibung erweitert werden. Das finde ich ganz klasse. Und hier ist der nächste Schritt, welchen Reparaturzyklus ich auch begehen muss, dass Sie hier noch eins draufsetzen, wie von der Seite der SPÖ auch gefordert, dieses Bonus-Malus-System für ältere Mitarbeiter völlig an der Praxis vorbei. Eins draufsetzen mit der 30-Stunden-Woche, eins draufsetzen mit der 6. Urlaubswoche. So schafft man wirklich keine Arbeitsplätze. Und es geht auch um diese Signale, die der Kollege Wille gesagt hat, um diesen stabilen Wirtschaftsfaktor, um diesen stabilen Arbeitsplatzmotor, nämlich der hat Arbeitsplätze geschaffen. Das haben Sie schon richtig gesagt. Das haben Sie auch richtig erwähnt. Aber weiter wachsen wir dann nimmer unter diesem Belastungspaket. Und aus diesen Gründen her muss ich schon Ihren Ernst hervorrufen, dass Sie diese Sachlage endlich einmal als Chef dieser Bundesregierung auch endlich ernst nehmen und nicht eine Branche lächerlich machen, indem Sie auf der Regierungsbank dahin kudern. Aus diesen Gründen heraus, und es geht auch um den besprochenen Gewerbeordnungsreform, die ÖVP und die SPÖ schon längst in Angriff hätten nehmen können, bringen wir auch einen Entschließungsantrag ein. Wir bringen faktisch drei ein, wo es auch darum geht, dass wir hier vor allem Entlastung der Bürokratie und der Bürokratiereform einen Aufschub oder einen draufsetzen, nämlich den Entschließungsantrag, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, wird aufgefordert, nach dem Vorbild des britischen Systems, des Sunset Clause, in allen Gesetzen und Verordnungen, welche in ein Ressort zuständig fallen, künftig eine Auslaufklausel zu integrieren. Weiters möchte ich auch noch einmal einen Antrag einbringen, was vor allem, wenn es um den Tourismus geht, auch was die Markenbezeichnung und auch die Marke nach außen, die Exportwirtschaft in dieser Hinsicht, aber auch für den Tourismus betrifft. Der Nationalrat bringe den nächsten Entschließungsantrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, wird aufgefordert, eine Nation Brand Agency einzurichten, um die Bildung einer Österreich-
Marke umzusetzen und zu guter Letzt einen Entschließungsantrag Nummer 3. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft, wird aufgefordert, dem Nationalrat bis zum 30.09.2015 eine österreichische Normenstrategie vorzulegen. Das alles in Zusammenhang mit einer Offensive und in einem Zusammenhang mit einer Verschlankung des Staates. Danke vielmals. Beim Bankgeheimnis gebe es keine Rechtssicherheit, ebenso wie beim Rauchverbot, kritisiert Josef Schellhorn von den NEOS. Hier sei der Anrainerschutz noch ungeklärt. Neue Auflagen für die Wirte könnten folgen.